Moin, sind ihr Füchse da draußen? Willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben hier gerade so eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen, die unbedingt mal mit uns reden möchte. Hier ist die Achterbahn. Wie komme ich da hin? Ich will doch nur zur Achterbahn, ich habe keinen Bock. Muss ich da in die Mall rein oder was? Da vorne ist sie doch. Ich will zur Achterbahn. Ich habe keinen Bock auf Gegner. Ich will doch nur Achterbahn fahren. Ja, das sieht gut aus. Ich komme zu der Achterbahn. Die Achterbahn und ich, wir sind so. Zack, zack. Ach, hier waren wir schon mal. Erinnert ihr euch noch? Da ist sie. So, kann ich damit fahren? Ich will Achterbahn fahren. Geil. Ich höre zwar irgendwelche Roboter und so, aber ist mir scheißegal. Die werden jetzt ignoriert. Da ist ein Wagen. Ich kann ihn scannen. Aktiviert Sicherheitsverriegelung aufgrund überfälliger Wartung. Fehler im Energiesubsystem. Notstromversorgung ausgeschaltet. Außer Betrieb aufgrund ausgefallener Stromversorgung und aktiver Sicherheitsverriegelung. Aha. Wir müssen also Strom anmachen und die Sicherheitsverriegelung deaktivieren. Da kommen wir nicht rein. Wo mag Strom sein? Das kann ja nicht weit weg sein. Was haben wir hier? Ich sehe hier Strom. Können wir aber leider nichts machen. Vielleicht da unter irgendwo? Leute, ich will Achterbahn fahren. Das muss irgendwie gehen. Wenn die schon darauf hinweisen, ja, du, ne, der Strom ist aus. Gehst du mal gucken, ne? Komm schon, das muss doch. Da muss doch hier irgendwas gehen. Kann ich da rein in das. Verschlossen. Hier sind ein paar Dudes. Wir müssen nochmal wieder nach oben. Ich gebe noch nicht auf mit dieser Achterbahn. Da geht sicherlich was. Lass mal wieder hochkommen. Ich bin auch nach unten gekommen. Muss ja wieder nach oben kommen. Scheiße. Jetzt muss ich den ganzen Weg außen rumlatschen. Was hat der Blaufuchs heute gemacht? Versucht eine Achterbahn wieder in Gang zu kriegen. Und ich werde die wieder in Gang kriegen. Ist mir egal, wie viel Zeit das kostet. Ich möchte Achterbahn fahren. Und in Wirklichkeit hasse ich es, Achterbahn zu fahren. Hashtag RealTalk. Bin nicht der Achterbahnmensch. Leute, könnt ihr mir mal eben an die Hand reichen oder was? Oh, nee, ey. Okay, wir müssen da hoch. Das sind so ein paar Dudes. Ich mache keine Laufanimationsgeräusche mehr. Jetzt sind sie wieder da. Sehr gut. Komm schon, hier muss man doch irgendwo Strom anmachen. Pay here. Guck mal, hier kann ich doch bestimmt schon mal irgendwie die Sicherheitsvorkehrung überbrücken oder so. Hier ist nichts los. Komm schon, hier muss was gehen. Es gibt auf jeden Fall viel Schnaps hier, das ist schon mal gut. Was ist das? Der hat gerade was geleuchtet, habt ihr das gesehen? Da! Und wie das blau geleuchtet hat, das ist der Stromkasten, verarsch mich nicht! Da geht was! Na also! Ja. Strom läuft wieder. Und was jetzt? Ich kann einsteigen. Es hat geklappt. Ich kann wirklich Achterbahn fahren. Auf geht's. Ob das sicher ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich würde ja nicht mal in echt damit fahren, aber Ich wette, du wirst wie ein kleines Mädchen kreischen. Vermutlich ja.
Okay, Johnny, bist du dabei? Scheiße, lass mal Achterbahn fahren. Okay, das wird schon. Das Ding ist doch sicherlich noch sicher. Johnny, was meinst du, ist das noch sicher? Okay. Was ist denn das da hinten? Ist das eine Brücke? Sind das Atomkraftwerke? Die Voodoo Boys. Okay, es geht jetzt erstmal hoch. Johnny. Oi, 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 oi. Ich will unbedingt da hinten hin. Da wird doch irgendwas noch sein, da hinten. Da sind sogar Autos. Okay, da sehen wir Night City. Ein bisschen Werbung, die da oben noch lang eilt. Oh, da hinten. Oh, eine Rakete. Oh, shit! Selbst Johnny ist dabei. Oh. Okay, uns geht's gut. Oh, hier die Beleuchtung. Oh. Ich kann's richtig im Bauch spüren. Oh. 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 Rein in die Kurven. Und wieder runter. Aber schön auf dem Wasser, das ist das Coole, das Ding entgleist, werden wir nicht sterben, wir klatschen einfach nur ins Wasser. Das überlebt man. Oh. Siehst du das? Und fuck! Ping. Oh. Ja! Wow! Oh yeah! Johnny hat Spaß, sehr geil. Oh. Und heat up. Also bei aller Liebe, wie geil ist denn das? Da finde ich eine Achterbahn, will damit fahren, muss zwar im Stromkasten rumeiern, also Leute, die sofort aufgeben, hätten das jetzt nicht erlebt, aber wir sind gerade eine Runde Achterbahn mit Johnny gefahren und das war geil. Und wie er sich freut. Geil. Okay, reicht aber auch Johnny, ne? Ist genug. Lass aussteigen. Oh, gut. Wir leben noch, aber ich kann nicht aussteigen. It's not possible for me to... Du steig aus. Okay, ich hätte mich sehr gefreut, aber jetzt geht's nicht weiter. Hallo? Spiel? Ich möchte bitte aussteigen. Oh Leute, wieso müsst ihr mir so eine schöne Aktion jetzt noch zerstören, indem ihr zu doof seid, mich hier wieder rauszulassen? Ja, wir stecken. Oh, jetzt aber endlich. Man muss einfach nur rummeckern. Irgendwann rafft das Spiel das dann schon. Okay, raus hier. Das hätte mich jetzt auch echt geärgert, wenn wir jetzt da nicht rausgekommen wären. Komm, dann nehme ich jetzt noch den Schnaps mit, um das runterzuspülen und jetzt aber weg hier. So. Okay, wir haben wieder jede Menge Missionen. Und machen jetzt als nächstes erstmal Beast in Me. Beat on the Bread. The Beast in Me. So. The Beast in Me. Santo Domingo. Let's go. Und wir haben Level Up schon wieder. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt erstmal Reflexe wieder hoch. Oder Konstitution? Nee, Reflexe. Eins nach dem anderen immer. Wir dürfen wieder einen Vorteilspunkt verballern. In die Klingen rein. Zack. So. Okay, dann erstmal hier weg, dann holen wir uns ein Auto und dann begeben wir uns zum nächsten Rennen. Das werden wir sicherlich wieder mit Bravour schaffen. Ich bin da zuversichtlich. Habe ich euch schon erzählt, dass wir gerade Achterbahn gefahren sind? Ich hatte da Bock drauf und dann ging das auch noch wirklich und dann war das auch noch lustig. Ich habe noch nie gesehen, wie Johnny so schön grinst und sich freut. Das war mega. Ich fand das sehr gelungen. So, erstmal wieder irgendwie hoch hier. Hier ist es echt nicht schön in dieser Gegend. Machen erstmal den platt. Dann mache ich seinen komischen Kollegen mit der Knarre platt. So. Und dann klaue ich mir nämlich ihr Auto. Das war der eigentliche Plan. Ich wollte nämlich dieses muggelige Auto haben. So. Und damit machen wir uns dann auf den Weg zum nächsten Rennen, oder was? Ne? Weet. Du darfst aber ruhig die Cockpit-Ansicht ausmachen. Ich sehe mal ganz gern mehr von der Stadt. Und vor allen Dingen von meinem muggeligen Auto.
Wenn es dann aber jetzt gleich wieder durchs, also das normale Rennen durch die City geht, dann können wir eigentlich unsere Karre wieder nehmen. Oder bleiben wir beim Beast? Ich würde sagen, wir bleiben beim Beast. Weil jetzt, wo wir wissen, dass das ja für ihren verstorbenen Ehemann ist, dann nehmen wir am besten auch ihre Karre, oder? Damit es einfach Style hat. Wobei unsere natürlich mega schnell ist, ne? Da kommen die nicht hinterher. Aber damit ist auch Kurvenfahren nicht so easy. Ich habe das Gefühl, wenn ihr mal guckt, die Geschwindigkeitsanzeige ist in der Laufanimationssteuerung übergeblendet. Oh, warte, vor lauter Gucken habe ich jetzt die Abfahrt nicht gesehen. Das gehört so nicht. Ich glaube, normalerweise sollten die Anzeigen unten links jetzt verschwinden und durch die Autoanzeige ersetzt werden. Aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist nur Optik ein Bug. So ist jetzt nicht kriegsentscheidend, ne? Insofern. Oh, hier sind gar keine richtigen Leitplanken, Alter. Das ist ja lebensgefährlich. Wenn ich da lang fahre, das... Das kann böse enden. So, rein in den Tunnel. Oh, Vorsicht, nicht die Ampel mitnehmen. So, da ist auch schon das Santo Domingo-Rennen. Ja, es geht wieder durch die City. Eigentlich sollten wir schon unsere Karre nehmen. Nee, komm, wir nehmen ihr Auto. So. The Beast in Me. Ruf Claire an. Machen wir. Claire anrufen. Uff. Hey, Claire! Claire? Wie? Bereit fürs nächste Rennen? Ja, sicher. Bin schon da. Bereit und startklar. Willst du dein Auto nehmen oder meine Bestie? Wir nehmen die Bestie. Die Bestie. Ich glaub, sie will raus. Ein so hübsches Tier darf man nicht so lange einsperren. So sieht's gut aus. Gesagt. Wir treffen uns im Rancho, ja? Bin gleich da. Wir sehen uns. Bis gleich. Setz dich auf die Bank und warte. Das ist doch keine Bank, das ist ein gammeliges Sofa, aber okay. So eine richtige Winkler-Couch ist das. So, there we go. Etwas später. Sprich mit Claire. Na, dann wieder durch hier. Hey, wie? Ich sehe vor dem Start nochmal unter die Haube. Zur Sicherheit. Ja. Bleib in der Nähe, okay? Ja, klar. Hast du gar keine Angst? Hast du keine Angst, dass du drauf gehst? Was, heute? Hier? Wieso? Nicht nur heute, aber könnte sein. Vielleicht auch beim nächsten Rennen oder danach. Eine Freundin von mir hatte einen defekten Toaster. Schlag gekriegt, tot. So ist das Leben. Menschen sterben eben. Que sera, sera? Que sera, sera. Welche Chancen haben wir? Schätzt du unsere Chancen ein? Luigi wird schwer zu schlagen sein. Und Margit schießt heute für ihn. Okay, und? Das Mädel macht keine halben Sachen, aber denkt nicht so viel dran. Stört die Konzentration. Die Augen immer auf die Straße. Ich kümmere mich um den Rest. Sorry, ich brauche noch eine Weile, um die Reifen zu testen. Okay. Ich steig dann aber schon mal ein. Zwischenspeichern, ready! Warte, bis das Rennen beginnt. Claire, willst du nicht einsteigen? Ich wollte gerade sagen, es wird knapp sonst. Na los! Ich will verbranntes Chu-Chu riechen! Lasst sie brüllen und die Ohren bluten! Oh ja, genau so! Der Countdown beginnt! 3, 2, 1, go! So, eben an den Dünnen vorbei geeiert. Lass mich mal durch hier! Den vor uns, Luigi! Ihn nach! Ja, keine Sorge, der kann uns mal. Große Kurve da vorne, schneid sie! Dann... So, man muss sie einfach ein bisschen abdrängen, dann geht das schon. Okay, da vorne kommt gleich eine scharfe Kurve, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Schneiden ist leider hier nicht. Aber es hat schon ein bisschen was so von ready, ne? 3 links, danach 4 rechts. Über Kuppe. Ah, kleine Ampel mitgenommen, ist nicht so schlimm. Claire das hier im Griff. Claire, mach das gut. Claire, jetzt nicht nachladen. Wir haben keine Zeit für Nachladen. Schieß weiter. Komm näher. Ah, ja, so ist es fein.
läuft doch bei uns. Wir können das gewinnen, wie? Wir müssen das gewinnen für deinen Ehemann. Der tot ist, ich will es nochmal erwähnen. Oh, das war knapp. Ich hab beide den Hügel da mitgenommen, aber alles cool, alles cool, alles cool. Geht's hier weiter? Nicht, dass wir gleich irgendwie abbiegen müssen oder so ein Scheiß. Alles cool, einfach geradeaus weiter. Ich muss gestehen, die Rennen sind bis jetzt gar nicht so schlimm. Also auch das gerade eben das Offroading, das davor war, ziemlich cool. Ich habe ja gedacht, das wird richtig räudig, aber nö. Ist machbar. Sag ich vielleicht doch jetzt nur, weil ich die ganze Zeit bis jetzt gewonnen habe, ne? Aber dennoch. Claire schießt nicht mal mehr, das heißt, wir haben gut Vorsprung rausgefahren, so wie es aussieht. Oh, wow, 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 wow. Oh, fuck! Das war's. Oh, 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 oh. Hinter uns, pass auf! Die wollen überholen! Die haben überholt. Ja. Darf ich mal bitte vorbei? Was ist das denn, Alter? Okay, we did it. Also man muss sagen, ich glaube, das Spiel möchte, dass man gewinnt oder versucht es einem auf jeden Fall nicht zu schwer zu machen, denn habt ihr gerade gesehen, wie die einfach alle gewartet haben. Ich habe mich komplett überschlagen, eigentlich wäre es das Rennen gelaufen gewesen, aber die KI hat schön brav gewartet. Also ist mein Sieg vielleicht doch gar nicht so besonders. Ich freue mich aber trotzdem, dass wir gewinnen. Für Claire und für ihren Ehemann. Ja, dass ihr Bescheid wisst. So, Achtung, kurz Offroad, wow, 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 und dann geht's weiter bergauf. Da ist die Bestie natürlich schon kräftig, ne? Weiß nicht, ob... Ja, bei unserer Sportwagen wäre bergauf wahrscheinlich auch super gut gewesen. Oh. Aber bei Offroad hätten wir wahrscheinlich... Hinter uns, pass auf! Die wollen überholen! Versuchen können sie es ja. Lass sie mal machen. Wir haben das hier schon im Griff. Guck mal, wie gut die Kurven nehmen, Alter. Mega nice. Ja, du könntest aber mal wieder schießen. Hashtag Real Talk, Alter. Ja, genau. Wir sind einfach ein super Team. Wow! Mal sagen, Claire und ich, wir haben es einfach am Griff. So, letzter Checkpoint, das ist das Ziel gleich. Woo, 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 woo. Glückwunsch an Wie und Claire. Puh, läuft doch. Der Platz, Wie. Wie geil, wir haben echt gewonnen. Alle drei. Im Finale, yeah. Yeah, baby. Nicht anhalten, okay? Fahr noch ein bisschen. Okay. Wozu? Zum Reden. Gib was, das du wissen solltest. Okay. Setzen wir uns eine Weile dorthin, okay? Oh, okay. Setz dich nur die Ruhe und niemand muss hier sterben. Alles gut, Leute, ihr müsst entspannt bleiben. Wir wollen hier reden. Wir haben keine Zeit jetzt für irgendeinen Scheiß da. Was machen die da? So, lass uns mal ein bisschen schnacken. Oh, schöne Aussicht auf jeden Fall. Wow, toller Ausblick. Das siehst du? Ja, den und ich. Wir waren früher oft hier. Wolltest du mir was erzählen? Den hatte ich schon erwähnt, oder? Mein Mann. Mhm. Dein Fahrer, ja. Dein Fahrer, richtig? Der beste Mann, den es je gab. Wir waren schon vor meiner Geschlechtsangleichung befreundet. Hat mir Narzissen ins Krankenhaus gebracht. Zum Neuanfang. Wart ihr lange verheiratet? 12 Jahre. Dean hat immer gescherzt, zum 15. würde er mich zu meinem ersten Implantat überreden. Wollte mich überraschen. Ich sehe an dir keine Implantate. Darf ich fragen, warum du keinen Chrom hast? Ich liebe Maschinen, Wie. Aber ich wollte nie zu einer werden. Komisch, hm? Ein wenig, ja. Aber ist ja deine Sache. Dean hätte als einziger meine Meinung ändern können. Schätze, wir werden wohl nie erfahren, ob er das geschafft hätte, hm? Wieso erzählst du mir von ihm? Warum erzählst du mir von Dean? Warum jetzt? Er starb letztes Jahr beim Rennen. Im Finale. Oh. Aber nicht auf normale Art und Weise. Nicht jetzt! Du machst dir Vorwürfe deswegen? Wo ist die Verbindung zu unserem Rennen? Nee, warte. Nee, also komm, ich bitte dich, ja? Gibst du dir die Schuld an seinem Tod? Ich? Mir? Wie kommst du denn darauf? Schuld ist dieser Konzernwiesel Peter Sampson. Absoluter Abschaum auf zwei Beinen.
Erzähl mir von Samson. Nee, was genau ist deinem Mann passiert? Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden. Samson mit Vollgas direkt vor uns. Wir hatten verloren, also nahm Dean den Fuß vom Gas. Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse. Dean auch. Hat die Kontrolle verloren. Aber läuft das nicht so bei Rennen? Du kapierst es nicht. Die Straße war frei. Er hätte gewonnen. Er hat es absichtlich getan. Was genau ist deinem Mann passiert? Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden. Samson mit Vollgas direkt vor uns. Wir hatten verloren, also nahm Dean den Fuß vom Gas. Hatten wir doch gerade schon. Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse. Dean auch. Hat die Kontrolle verloren. Kann man sich auch nochmal anhören. Läuft das nicht so bei Rennen? Du kapierst es nicht. Die Straße war frei. Er hätte gewonnen. Er hat es absichtlich getan. Erzähl mir von Samson. Was ist mit diesem Samson? Ist nicht so wichtig. Für mich war er nur ein Rivale. Aber für Dean... Naja, Samson und er hatten eine gemeinsame Geschichte. Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet. Aber ja, es gab irgendeinen Streit. Irgendwas Persönliches mit ihrer Rallye-Rivalität. Als Samson Erster wurde, war Dean wütend. Bist du sicher, dass es Mord war? Es ist also mehr an diesem Rennen dran. Ah, verstehe. Das ist kein normales Rennen für dich. Dir geht's gar nicht ums Gewinnen. Genau. Scheiß auf den Sieg. Ich will Samson. Und das ist dein bester Racheplan? Leute sterben andauernd auf der Strecke. Wird niemandem auffallen. Ganz normaler Tag beim Rennen. Völlig regelkonform. Was, wenn Samson dieses Jahr nicht antritt? Und was, wenn Samson nicht an der Startlinie auftaucht? Das würde er nie verpassen. Glaub mir, er wird antreten. Letztes Jahr war er Champion. Er wird das um jeden Preis wiederholen wollen. Du willst, dass ich dir helfe, Samson zu töten? Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten, hm? Samson zu töten ist mir wichtiger als der Sieg. Sollten wir vor der Wahl stehen? Sorry, dass ich dich angelogen habe. Alles gut, der Bastard beendet dieses Rennen nicht lebend. Tut mir leid, Claire, ich kann dir nicht helfen. Nein, der Bastard wird mir also helfen. Was meinst du? Ich meine, dass der Bastard das Rennen nicht lebend beenden wird. Bedeutet dir scheinbar viel, also begraben wir den Arsch. Danke. Das ist wichtig. Ich muss das tun. Wir sehen uns im Finale? Ja. Bis dann, Vee. Bis dann, Claire. Aber Geschlechtsangleichung, jetzt ergibt das Sinn mit der Stimme. Okay, meine Lieben, wir genießen noch ein bisschen diese wunderschöne Aussicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.